So, und zuletzt ein Trommelwirbel für die, die regelmäßig in solche Kostüme springen, ein Instrument zur Hand nehmen und es dann auch noch schaffen, diesem Instrument Schritt für Schritt die richtigen Töne zu entlocken. Spielmannszüge haben eine jahrhundertealte Tradition, die heute nichts mehr mit Marsch und Militär zu tun hat, sondern den Takt vorgeben will für die Gemeinschaft eines Ortes. Für Ihre Mittendrin-Reportage war Griet von Petersdorf in Frankfurt-Oder, wo es immer schwieriger wird, genug Spielmänner und Spielfrauen zusammenzutrommeln. Es geht über die Oder, deutsch-polnisches Musikfest. Doch wieder genug Musikgruppen zusammengekommen. Die Fanfarengarde Frankfurt an der Oder. Auch dabei der Fanfarenzug Strausberg. Ebenso Kompassion aus Eberswalde. So ein Umzug zieht sich. Instrumente, Stab, Fahne sind ganz schön schwer. Aber sie lieben, was sie tun. Wie Susanne Fellmer. Eigentlich arbeitet sie in einem Bioladen. Goldene Kordel, genau. Handschuhe und die Fahne. Das und, ach hier, das Wichtigste, ein Barett. Wo haben Sie das eigentlich her? Aus dem Vereinshaus, bei uns Fanfarengarde Frankfurt-Oder. Jedes Mitglied bekommt eine Uniform. Und wenn das nicht passt? Wird es passend gemacht. Muss man abnehmen. Oder zunehmen. Bei den Majoretten der Frankfurter Fanfarengarde gibt es genug Nachwuchs. Doch Hans-Jörg Laurisch, der Leiter, macht sich Sorgen um sein Lebenswerk. Jetzt, wo er in Ruhestand geht, fürchtet er, die glorreichen Zeiten der Spielmannszüge, zumindest im Osten, sind vorbei. Die Mitgliederzahlen gehen zurück, grundsätzlich. Die Kleinen haben Sorge zu überleben. Die schließen sich mit Nachbarvereinen zusammen an, dass sie überhaupt noch spielfähig sind. Die Großen, so wie wir oder Strausberg, das funktioniert. Man kann aber dann nicht mehr vergleichen an die goldenen Jahre von vor 15 Jahren oder so. Die Fanfarengarde ging in der DDR aus dem VEB-Halbleiterwerk Frankfurt-Oder hervor. Der Betrieb kümmerte sich um die gesamte Organisation. Nach der Wende musste erstmal ein Verein gegründet werden, der das übernahm. Ein ganz schöner Bruch. Und jetzt hängt es oft an den Leuten, die sich engagieren. Alles auf Ehrenamtsbasis zu stellen, solche Organisationen, das ist schwierig. Diese Garage in Eberswalde gehört Marcel Wegner. Er ist der Leiter der Musikgruppe Kompassione. Kein Platz für sein Auto wegen der Instrumente. Er ist so ein engagierter Ehrenämtler. Ja, ich kümmere mich einfach drum, weil mir das am Herzen liegt. Weil ich das vor vielen, vielen Jahren aufgebaut habe und dadurch so ein bisschen wie mein Baby ist. Eigentlich ist der Hausmeister in einer Schule, doch sein Herz schlägt für die Eberswalder Musikgruppe. Die hat nun nach diversen Umzügen in der alten Fabrik ihren Sitz. Hier wird geprobt, organisiert, auch erinnert. Zum Beispiel, wie es war nach der Wende, als Spielmannszüge aus Ost und West aufeinandertrafen. Dann gibt es auch zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland eine unterschiedliche Stabführung. Genau. Also ich kann die Weststabführung, die machen so mehr, so, die drehen so mehr. Und wir machen so, zack, zack. Die Folge: bei westdeutschen Stabträgern verpassten ostdeutsche Musikanten manchmal die Einsätze. Das erzählt man sich noch immer gern. Früher hieß Kompassione Eberswalder Spielleute 1963 e.V. Aber man wollte unbedingt eine Modernisierung. Neuer Name, weniger Marschmusik. Auch um junge Leute anzusprechen, was offenbar gelingt. Den Anhänger von Kompassione sieht man auf Brandenburgstraßen von Stadtfest zu Stadtfest eilen. Weil es immer weniger Spielgruppen gibt, wird Kompassione immer öfter angefragt. Zurück in Frankfurt-Oder. Platzkonzert um 11. Eine weitere Innovation, zwei Dudelsäcke. So fand auch Rico Klorer, früher Trommler, zurück zur Gruppe. Ich wusste von damals noch, den Verein gibt's noch. Und warum soll ich das denn nicht machen? Wir haben im nächsten Umkreis von 100 Kilometern nichts in der gleichen. Und ich fand's geil. Der ehrenamtliche Leiter Marcel Wegner organisiert zwar lieber, aber wenn ein Spieler fehlt, dann hilft er auch da aus. Flexibel bleiben, so kann es weitergehen.